Bei Film und Fernsehen sei er eingeritten, sagt Hoppe. Die DEFA hätte ihn in den 60ern mehr als Reiter und Stallburschen gebucht, denn als Schauspieler. Der Stallbursche bringt es auf rund 200 Filme, oft glanzvolle Nebenrollen, 100 Kilo Brocken in allen Sätteln zu Hause. Das gefällt uns. Sie gefallen uns überhaupt. Wo ich das Reiten gelernt habe, die Frage ist doch gezielt. Ich habe es auf der Kuh gelernt. Ich habe es auf der Kuh gelernt, ein fünfjähriger Junge habe ich schon auf der Kuh geritten. Ich habe keinen Reitlehrer gehabt. Also die Pferde haben mir das Reiten beigebracht. Ich würde nie sagen, dass ich ein Reiter bin. Ich würde sagen, dass ich mit Pferden arbeiten kann. Reiten, Schleichen, Schießen. Als glatzköpfige Fratze des Bösen im DEFA-Indianerfilm. Und imposanter Gegenpol zu Gojko Mitic, dem serbischen Popstar der DDR. Mistverdammter. Das ist ja totales Klischee. Also so böser geht's ja gar nicht. Wollte ich aber immer den Wunsch der Menschen erwecken zum Verändern, zum Distanzieren, dass jeder eine Haltung kriegt. Das ist so mein Lachen. Die Rotart gehört mir. Ich habe Gojko Mitic gar nicht umgebracht. Ja, ich musste einmal in die Schule gehen, weil meine Tochter Josephine weinend nach Hause kam und sagte, meine Mitschülerinnen sagen, ich hätte einen bösen Papi, der hätte den Gojko umgebracht. Und ich musste also praktisch mit in die Schule gehen, um dort zu beweisen, dass ich ein normaler Papi bin. Die Familie. Verheiratet mit Frau Friederike. Zwei schöne Töchter. Christine Hoppe, Schauspielerin. Josephine Hoppe, Sprachwissenschaftlerin. Zwei Enkeltöchter, ein Enkelsohn. Hoppe gilt als feinfühliger Patriarch. Die Aufnahmen stammen aus seinem Privatarchiv. Titel dieses Fotos: Hoppe, Hoppe, Reiter. Apropos. Vor allem, ich habe heute gewundert damals, weil ich dachte, Mensch, mit seinem Gewicht, er sitzt auf einem Pferd wie ein Jockey. So leicht, ich dachte, das gibt's nicht. Ich trinke auch keinen Alkohol. Aber zu heutigen Anlass, ich muss einen trinken mit dir. Mein Lieber. Also, wir sind keine Feinde mehr. Meeting unter Häuptlingen in Hoppes Hoftheater am Stadtrand von Dresden. In seinem Hoppes Theaterchen der Nähe. Jetzt müssen wir alle. Ist das zu scharf? Er ist wirklich sehr balkanisch. 1995 hat Hoppe an seinem Wohnort Dresden-Weißig im Nordosten der Elbestadt einen Bauernhof gekauft und einem Kulturverein gestiftet. Der Name Hoftheater ist nicht ohne Ironie. Das Anwesen mehr Baustelle und Hoppe nicht Star, sondern Mensch. Hier darf er sein. So muss es in die Annalen eingehen. Die Preußen Soldatenkönige, die Sachser Kunstkönige. Die Geschichte wird nicht verfehlen, Majestät. Rolf. Rolf kann man lesen. Süß. Süß. Och, nee, ich weiß nicht. Und das ist eben wirklich das Besondere dran, wenn die Abendvorstellungen zu Ende sind, machen die Vereinsfreunde praktisch immer hier im Feuerchen an, dann kann man hier sitzen. Und der drückt sich immer, das ist Dirk, der wirklich die Meisterarbeit macht. Dirk Neumann. Ja, du. Ich bin hier zu Hause. Ich würde mich freuen, wenn viele Menschen sich hier zu Hause fühlen würden. Start! So viel Unlast! Ein bisschen mehr Ruhe. Statt immer nur ich, ein bisschen mehr du. Begleitet vom Pianisten Wolfgang Torkler liest Hoppe im Winter seiner Karriere regelmäßig im Hoftheater. Ein langsamer Abschied eines Spielwütigen von seinem Publikum. Wenn ich spiele, dann ich bin immer auf der Hut, ja. Also abschalten gibt's nicht. Das ist die Regel. Ne? Da ist eine ganz sensible Person dahinter und ich glaube, dass er einfach ein Urschauspieler ist. Natürlich auch im Leben.
Sie meinen, dass wir das nicht mehr machen können? Aus Altersgründen jetzt, oder? Ja, natürlich ist der Gedanke, das ist, da ist er wohl auch ganz realistisch. Und ich bin's auch. Und ich glaube, wir gehen hier einfach raus und sagen, heute ist es schön und wir genießen das und haben Spaß zusammen. Ne? Und ehe ich noch draußen war, hatte das boshafte Geschöpf schon einen Blasebalg vom Herde genommen, blies mir damit ins Genick. Von diesem Hexenschuss steht mir heute der Kopf noch schief. Ich liebe dieses kleine Theaterchen, dieses Unfertige. Ich würde gern sehen, wenn ich später mal runtergucke, dass hier Menschen sich finden und sich immer noch freuen können. Ein bisschen drüber nachdenken, was sie so machen können, dass das Leben eben lebenswert ist. Okay, gehen wir hier hoch. Ja. Demnächst will er ausmisten. Ihm sei im Hoftheater entschieden zu viel Hoppe, sagt Hoppe. Und hier hängt der Hoppe sozusagen nur als Dekoration bis übermorgen. Hier kommt alles weg. Hier müssen die hin, die eben jetzt hier Theater machen. Es wird gerade unser Theaterchen fotografiert. Ja, dann müssen wir essen. Nee, brauchen Sie nicht aus dem Weg, der soll sich Platz machen. Komm, hier, das wäre ganz schön, wenn Sie da mal einen Schwenk machen. Wer da alles da gewesen ist. Da Gunter Ämmerlich, naja, sogar Kurt Biedenkopf war hier. Hier sind ein paar Filme von mir. Mein erster Film, da die Faschisten, die ich eine Zeit lang gespielt habe. Hier, Hoppe reitet für die DEFA. Ja, na, das ist eine Lesung, die ich sehr gerne mache. Vater, wie ich es liebe, die Konzeption meiner Rolle praktisch aus dem Film. Frühlingssinfonie mit seinem Übervater Wieg, der die Pianistentochter dressiert und dem Erfolg verschreibt. Eine Westproduktion, die 1983 im Osten an Originalschauplätzen von Peter Schaumoni inszeniert wurde. Warum nehme ich dich aus Leipzig fort? Glaube dich in guter Obhut. Ich erschieße den Kerl, wenn er mir nochmal über den Weg läuft. Herbert Grönemeyer spielt 27-jährig Robert Schumann. Nastassja Kinski als Clara zeigt zerbrechliche Erotik. Was glaubt er, wer er ist? Dieser böse Wieg, der sich ja wirklich nun grauenvoll benommen hat. Ihn zu erforschen, warum er das getan hat. Das ist im Grunde genommen natürlich aus Ehrgeiz, aber es ist ja auch aus Liebe passiert. Wenn Sie Clara lieben, Robert, dann verzichten Sie. Lassen Sie meine Tochter endlich in Ruhe. Die erste unter den Pianisten könnte sie sein, haben Sie gesagt, ganz richtig, sie könnte es sein. Wenn sie sich ganz auf die Kunst konzentriert. Die Idee von dem Vater Wieg ist auch im Vater Rolf Hoppe drin. Ich bin es nicht. Ich bin beinahe das Gegenteil, möchte ich sagen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß doch über den Hoppe nicht. Fragen Sie mich doch nicht so viel über den Hoppe aus. Beurteilen Sie doch das selber. Los, weiter.